Nicht besser, den kann der von nie und nie gehen. Also, wo soll man die Hände jetzt noch hingehen? Anschneiden oder was? Ja, ich darf euch herzlich begrüßen zur Pressekonferenz. Trainer Peter Backhult und Dankeschön Nico Wimmer für eure Zeit. Ja, es ist dieses 3:3, Trainer. Fühlt sich natürlich wie eine Niederlage an nach diesem Spielverlauf. Was geht dann da vor? Welche Emotionen auch über die eine oder andere Szene in diesem Spiel? In erster Linie muss man sagen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht gut waren. Gar keine Frage. Also in der ersten Halbzeit haben wir sehr viel vermissen lassen, was uns eigentlich in den letzten Wochen so stark gemacht hat. Wir waren nicht aggressiv, wir waren nicht nah genug beim Mann dabei. Wir waren im Passspiel katastrophal, muss man wirklich sagen. Wir haben kein, bis auf das zweite Tor, das was hervorragend herausgeführt worden ist, nicht länger einmal den Ball laufen lassen, nach vorne, nach hinten, das zählt nicht, weil das ist für mich dann nur immer andere falsche Lösungen. Aber mit der Umstellung in der Halbzeit haben wir wirklich dann sehr gut in das Spiel reingefunden und haben wirklich dann wieder das gespielt, was uns in den letzten Wochen da ausgezeichnet hat. Sind durch einen sensationellen Schuss von Patrick Greil da in Führung gegangen. Und da haben wir schon gedacht, dass wir dieses 3-2 über die Rundenbringer wären. Vor allem, weil wir dann immer wieder gesehen haben, dass wir sehr, sehr gut nach vorne kommen. Hinten haben wir sie sehr gut dann konsolidiert. Da waren wir dann sehr stabil. Da haben wir nicht sehr viel zulassen. Schade, dass von Flo diese zwei hervorragenden Schüsse, wo er alles perfekt macht und er richtig macht, perfekt war es gewesen, wenn der Ball im Netz gewesen war, aber wunderbar, wie er das Dribbling angesetzt hat. Und wir haben da immer wieder Löcher gefunden und haben da natürlich da Admira sehr weh getan. Und wenn ich dann diese Fernsehentscheidung sehe, beim zweiten Elfmeter, muss ich einfach ganz klar sagen, eine klare Fehlentscheidung. Ich muss wirklich aufpassen, jetzt offiziell, was man da sagt, weil sonst kriegt man vielleicht eine Sperre aus drin oder sonst irgendwas, aber bin nicht glücklich mit dieser Elfmeterentscheidung, kann man nicht glücklich sein. Also ich finde das wirklich auch sehr traurig, dass der Schiedsrichter sich das nicht am Video selber anschaut und nur auf den Keller hucht. Vielleicht war es im Keller zu dunkel, aber ich kann in Nico nicht einmal einen Vorwurf machen, weil in der Situation alles richtig gemacht, weg die Hand gezogen, zum Körper gezogen, hat einfach den Körper nicht größer gemacht, so heißt es ja dann immer, und im Gegenteil, und der schießt einem dann dort oder wird dort getroffen und dann darum kriegt man diese Entscheidung. Im Nachhinein muss man sagen, aufgrund der ersten Halbzeit vielleicht okay, das Remis okay, aber aufgrund der zweiten Halbzeit und mit diesen für mich fatalen Fehlpfiff doch zwei verlorene Punkte. Danke fürs erste, Trainer. Nico, ja, du warst da leider mittendrin in dieser Aktion. Wie hast du das erlebt? Trainer hat es schon vorhin kurz gesagt, du kannst nicht die Hand abschneiden. Also wie hast du das heute gesehen? Wie es der Trainer schon gesagt hat, ich wollte einfach den Schuss blocken. Sehe, dass er Richtung zu meiner Hand geht, der Ball, versucht die Hand nur zum Wegziehen. Was ich im Video gesehen habe, darfst du ihm nicht geben, den Elfer, meiner Meinung nach. Ich versuche eben, dass ich die Hand wegziehe. Ich weiß dann nicht, wie so ein Schuss blocken soll. Soll ich immer mit den Händen hinterm Körper attackieren? Oder ja, es ist schwierig und unverständlich, warum man den Elfmeter gibt. Ja, danke, Nico. Bitte um eure Fragen, gibt sicher einige. Bitte auf das Mikrofon warten. Bitte schön. Er hat schon wirklich alles ausführlichst analysiert. Ich meine, es ist halt nur wirklich schade, man war dreimal vorn und am Ende hast du einen Punkt, gell, wo wirklich mehr drinnen gewesen wäre. Ja, aber diesen Punkt ist aufgrund einer Entscheidung, mit der was man überhaupt das Austria Klagenfurt nicht leben kann. Und wenn man jetzt diese ganze Herbstsaison Revue passieren lässt mit diesen Entscheidungen, ich kann schon gar nichts mehr sagen dazu, weil uns trifft es einfach. Wir werden da oft sehr, sehr hart getroffen mit diesen Entscheidungen, wo ich bei anderen Vereinen das nicht so sehe oder solche Entscheidungen getroffen werden. Also, wie gesagt, wir müssen weiterhin da ruhig bleiben und weiterhin schauen, dass wir unsere Leistung bringen. Wie gesagt, die erste Halbzeit war ich natürlich mit der Leistung nicht einverstanden, aber man hat eben gesehen, dass die Mannschaft doch ein zweites, schöneres Gesicht hat und das ist das sehr Positive. Und natürlich, wenn du dreimal in Führung gehst,
ist natürlich schon, sage ich, bitter, wenn du dann nicht den Sieg heimfährst. Aber solche Spiele habe ich im Fußball oft genug erlebt, die enden dann sogar noch mit einer Niederlage aus. Da muss man halt einfach mit diesem Punkt leben. Natürlich hätten wir heute sehr, sehr gerne einen Dreier gemacht. Wir waren fokussiert auf das, aber aufgrund der ersten Halbzeit muss man wirklich sagen, haben wir es nicht ganz verdient, sage ich einmal so. Aber bitte, nächster. Was war jetzt ausschlaggebend für die erste Hälfte, dass du sagst, das hat so gar nicht funktioniert? Wir haben da im Zentrum keinen richtigen Zugriff gehabt. Das hat man ja an der Auswechslung dann gesehen, was ich dann wie ausgewechselt habe und auf der Seite. Sveti hat sich einfach nicht wohl gefühlt auf dieser Außenposition und Fuchsi war noch nicht so richtig im Spiel drinnen. Da haben wir die Löcher gehabt und das hat sich natürlich dann mit diesem Wechsel ist das alles besser gelaufen. Wir haben dann auch schneller nach vorne spielen können. Das ist das Wetter einfach auch gewohnt und Jari, muss ich sagen, hat dann wirklich auch da auf der Seite wirklich alles zugemacht und guten Druck nach vorne gemacht. Nächste Frage. Was sagst du zum Ausgang, zum 3:3? Ich meine, als Spieler, der Trainer hat seine Meinung schon kundgetan. Ich meine, ihr seid natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen unglücklich, wenn man alles reingehört hat nach der Pause, führt 3:2 und am Ende ist es ein Punkt. Ja, genau. Erste Halbzeit, wie gesagt, war nicht gut von der ganzen Mannschaft. Ich muss auch persönlich sagen, war nicht meine beste Leistung heute. Aber ja, mit dem Punkt müssen wir mitnehmen, es hilft nichts. Und ja. Nächste Woche besser machen. Nächste Woche müssen wir es besser machen, so ist es. Wie schwierig war es generell? Weil jetzt haben wir bei denen viele Stürmer gefällt. Ja. Und jetzt haben die. Wie schwierig war es für euch als Abwehrspieler da so zu spielen? Ja, es war schon schwierig. Gerade erste Halbzeit sind sie über unsere rechte Seite oft durchgekommen. Sie haben vorne mit quirligen Spielern gespielt, also gar nicht mit großen Spielern, wo es hohe Bälle spielen, sondern sie haben schon viel versucht, fußballerisch zu lösen. Und das haben sie eigentlich erste Halbzeit gut gemacht über unsere rechte Seite. Und da haben wir einfach keinen guten Zugriff gehabt und haben nicht gut zugemacht. Und da sind sie dann auch immer öfter gefährlich geworden über die Seiten. Sind alle Fragen beantwortet. Darf ich nur kurz fragen, Trainer, der Andi Herzog hat gesagt, der wäre heute gerne eingelaufen. Das erste Mal seit vielen Jahren bei diesem schönen Stadion, hat er ja nie erleben dürfen als Spieler. Vielleicht eine Altherrenpartie irgendwann einmal mit euch? Was heißt Altherrenpartie? Na, der Andi und ich, wir spielen ja gemeinsam bei der Copa Pelé-Mannschaft und vielleicht ergibt sie wieder, dass man, ich glaube, heuer im Herbst war ja in Villachummen ein Spiel, da habe ich leider nicht dabei sein können und der Andi. Aber an und für sich sind wir da bei der Copa Pelé-Mannschaft eigentlich immer dabei und das ist immer sehr nett. Und vielleicht kommt man wieder einmal nach Kärnten mit der Mannschaft. Wer macht dann die Tore von euch beiden? Ja, das ist ja keine Frage jetzt. Also das, also Schönheit vor Alter. Dann vielen herzlichen Dank. Ich bin zwar anders, aber ich sage es halt so, weil ich bin ein schöner Herr, nicht? Schöner und schlanker. Schön, dass wir noch lachen können heute nach dem Spiel. Dankeschön, schönes Wochenende euch allen noch zu Hause. Bis zum nächsten Mal.